Grüß euch, Freunde. Jetzt stellt euch einmal vor, es macht euch mit der Violette einen Kaffee und dann passiert euch das. Das Käfchen ist fertig und ich habe keine Tassen dabei. Na super. Und was mache ich jetzt? Ja, es hat kein Heferl, kein Becher. Nichts, was das Käfchen reinbringt, Alter. Katastrophe pur, würde ich sagen. Aber da habe ich natürlich schon wieder eine Lösung parat. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Und das zeige ich euch jetzt natürlich gerne. Eins ist klar, die Violette ist heiß. Das heißt, wir brauchen Handschuhe. Und was machen wir jetzt? Tja. Die Lösung ist eigentlich wieder so einfach, so wie es ausschaut. Wir schrauben die Violette auf. Ja. So, Filter mit allen außer. Ich lasse jetzt nur den Boden fallen. Und wir haben eigentlich einen Becher, oder? Ja, Freunde, ich denke, die Lösung ist so genial, so einfach wie sie ist. In dem Sinn, Prost, Freunde. Ach, ist natürlich heiß. Und natürlich ist die Violette und auch heiß, also euer Becher ist heiß. Ihr braucht auf alle Fälle Handschuhe. Ja, Freunde, das war ein kleiner Gedankengang von mir, wie man sich helfen kann, dass man sein Käfchen aus der Violette ohne Tasse, Heferl, Becher oder sonst irgendwas trotzdem genießen kann. Klar, wir haben alle nur Wasser dabei, wir könnten das Wasser ausleihen und tut eine Lahn und wo nehmen wir dann das restliche Wasser her? Ja, in dem Sinn, eine kurze Serie wieder für den Auszug für Tipps und Trickserie und in dem Sinn wünsche ich euch noch was. Ich hoffe, es könnt es vielleicht einmal brauchen oder hoffentlich nicht und ihr habt immer einen Becher dabei. In dem Sinn wünsche ich euch noch was.